So, und wir fahren wieder los. Zack, zack, zack. Ja gut, der letzte Part jetzt, also ich merke gerade, es ist schon wieder 23 oder 26, ich konnte ihn halt nicht früher aufnehmen. Der letzte Part wird jetzt zwar noch in der richtigen Reihenfolge von Videos her sein, aber ihr werdet ihn nicht mehr an dem Tag gucken können. Der wird erst nach 0 Uhr wahrscheinlich rausgekommen sein. Oh, wie schön! Vor allem sind sogar diese echten, das sind diese echten Spielplatzgeräte. Und das ist hier irgendwie die Trackeras momentan so... Warum ist die momentan so diva-mäßig, die Trackera? Die ist richtig... wie nennt man das denn? Ich komme gerade noch nicht mal auf das Wort. Die Trackera ist gerade voll... dingsig geworden. Nicht wählerisch. Wählerisch ist ja nicht das richtige Wort gerade dafür. Ich weiß auch gar nicht. Überheblich kann man auch nicht sagen bei der Tracker A, weil was soll denn an der Tracker überheblich sein? Aber sie ist halt sehr. Kann ich da eigentlich. Oder ist das komplett eine Mauer? Es ist eine Mauer. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier wenden können. Ich weiß gar nicht, ob wir hier wenden können. Nicht mal. Ich weiß nicht sicher, ob wir hier wenden können, sondern ich weiß halt wirklich gar nicht, ob wir hier in irgendeiner Form wenden können. Es sieht schlecht. Oder doch nicht. Eigentlich sieht es ganz gut aus, die Chance dazu wenden zu können. Vielleicht fahren wir sogar gleich. Ein bisschen Glück fahren wir hier sogar direkt vorne. Ja, praktisch. Wir fahren direkt in diese Ecke da vom Motel rein. Das trifft sich ganz gut. Man kann hier sogar sehr, sehr gut wenden. Das ist eigentlich optimal. Ey, wie gut das hier... Oh, das passt hier aber gut. Das ist ja perfektes Platzmanagement. Also, da kann man echt nichts gegen sagen. Na gut, jetzt sehe ich gerade nicht mehr, was da abgeht. Ich hoffe, es passt irgendwie. Zack. Jetzt... schlagen wir nur mal rein. Und dann müsste das eigentlich von alleine schon so hinhauen, wie wir uns das vorstellen, dass wir hier wieder rausfahren können. Ja, ich habe geblinkt. Habt jetzt vielleicht nicht jeder gesehen. Ja, das ist der vierte Gang. Okay, das ist der siebte. Ah, siebter müsste doch eigentlich gut sein, aber man hatte immer das Gefühl, der passt nicht so ganz. Das ist halt der einzige Gang, wo man es halt wirklich gebrauchen könnte, hier Dingsbums zu haben. Wie heißt es? Der einzige Gang, wo es sich lohnen würde, halt eben diese Zwischengänge zu haben. So, ich muss mal gerade die 1 wegmachen, weil wir die jetzt gar nicht durchgefahren sind, damit er dann auch jetzt rafft, dass wir hier weiter wollen. So. Sonst irgendwie noch einen Zwischenstopp, den wir machen wollen. Las Cruces, haben wir hier vielleicht irgendwas zum Entdecken? Es wird sich dann lohnen, das vielleicht auch nochmal abzuklappern. San Simon. Irgendwelche schönen Aussichtspunkte oder sowas. Hier oder? Nö, auch nicht. Da ist nichts, ne? Nö. Da ist dann ja auch schon Ende. Ja, du, dann... Dann bleibt so alles wie gehabt. Darf ich? Lässt du mich? Dankeschön. Oh, endlich mal jemand Soziales hier. Passt das? Oh, bitte passt das mit der Leitplanke? Ja, passt. So. Hier wollen wir noch nicht direkt wieder rein, sondern erst die danach. Also noch nicht blinken. Das wäre zu früh. Hier wollen wir rum. Warum ist hier eine rote Ampel? Ich glaube, das ignorieren wir mal. Ich hoffe, wir müssen dafür jetzt keine Strafe zahlen. Nee, war alles korrekt. Ich weiß nicht, ob das gerade gut war, dass ich hochgeschaltet habe. Das war gerade äußerst dämlich, ich weiß. Es tut mir leid. Jetzt muss ich wieder künstlich hier ein bisschen auf die Kupplung treten.
Ja. Egal, fahren wir jetzt im ersten Gang hier hoch. Ist mir auch egal. So, solange das wenigstens noch geht, ist alles gut. Ich habe es gut gerettet. Ich habe es halt inzwischen drauf. Geschaltet? Ja, habe ich. Und wir dürfen wieder 75 fahren, also wirklich Vollgas. Das ist so geil. Das hat man halt auch nicht alle Tage. Und langsam wird es wieder grüner. Ich weiß nicht, sind wir eigentlich schon in New Mexico? Ne, nach San... Vielleicht heißt es auch nicht San Simon, sondern vielleicht heißt es auch eher San Simon. Simon. Wahrscheinlich irgendwie so. Und sonst würde es auch wahrscheinlich nicht Simon, sondern Simon heißen. Aber wahrscheinlich heißt es San Simon. Irgendwie hat er jetzt trotzdem diesen Wegpunkt da immer noch so merkwürdig drin. Oder bin ich irgendwie falsch gefahren? Ich fahre richtig. Er hat den nicht rausgenommen. Warum hat er den nicht rausgenommen? Ich habe auf das X geklickt. So, jetzt hat er ihn rausgenommen. Alles gut. So. Ah, schön, es wird gerade hell. Achso, wir haben gerade genau wirklich bis zum Morgengrauen geschlafen. Wo ist die Uhr? 7:09 Uhr ist es gerade. Morgens wahrscheinlich. Dachte erst abends, aber wahrscheinlich ist es 7:09 Uhr morgens. Übrigens finde ich, das ist auch ein sehr gutes Spiel. Ich mag diese Spiele. Bei Rennspielen ist es eine sehr typische Zeiteinteilung. Auch GTA hat diese Geschwindigkeit. Ich mag das sehr gerne. Ich finde, bei Sims zum Beispiel ist es ja gerade immer so, das ist halt schön zu rechnen, dass halt eine Sekunde in echt bei denen halt eine Minute ist. Ich finde das bei Sims halt zum Beispiel immer richtig nervig, weil die halt deren Abläufe halt trotzdem ja in Echtzeit sind, so lange dauern. Die brauchen dann teilweise, ich habe bei Sims 4 zum Beispiel, jetzt habe ich teilweise so große Häuser, die kommen halt immer zu spät zur Arbeit, weil sie eine halbe Stunde in Sims-Zeit brauchen, um durch ihr Haus zu laufen. Und das ist halt dann wieder blöd, wenn die Abläufe, also wenn das dann halt einfach nicht mehr so gut hinhaut mit den, Bewegungsgeschwindigkeiten und so. Deshalb hier, ich mag sehr gerne diesen Stil, wie ihn halt viele Rennspiele und halt eben auch GTA zum Beispiel für den Tag-Nachtwechsel haben, so, also für den Tagesablauf. Soweit ich weiß, zumindest ist es auch bei GTA so mit diesen, dass es halt hier vier. Oh. Dass es halt, halt 4 Sekunden, eine Minute in-game sind. Das finde ich immer so, das ist so ein System, finde ich, das hat sich ganz gut bewährt. Ich finde, das ist immer ganz schön. Das ist, die Tage sind nicht zu kurz, nicht zu lang. Es passt ganz gut, gerade halt hier auch bei so einer Map-Scale von 1 zu 20. Ist das irgendwie scheinbar ein gutes Verhältnis, passt irgendwie alles. Das mag ich. Ich mag sehr gerne das 1 zu 4 System, das, oder wie man das nennen soll, also 4 Sekunden Echtzeit sind eine Minute. Na, das ist dann ja nicht 1 zu 4, nee, sondern das ist ein ganz anderes Verhältnis, egal. Aber 4 Sekunden Echtzeit, eine Minute in-game finde ich immer ganz schön. Ich hatte gerade vor kurzem jetzt so die Tage relativ sich in die Länge ziehen das Let's Play von Pandoria geguckt. Ich habe mich ja so gefreut oder habe mich so erleichtert gefühlt. Ah, wir sind jetzt in New Mexico. Dass nicht nur ich so bin. Ich bin halt bekannt dafür, also so bei meinen Freunden und so. Ist mir auch immer etwas peinlich. Ich bin bekannt dafür, dass ich mich halt sehr leicht beim Reden so in Themen verrenne oder so verhaspel, dass ich halt
ja einfach ganz lange rede und dann, obwohl ich halt nur ganz kurz was einschieben wollte, so, dann ist das halt, ja, das ist immer so ein bisschen blöd. Und ich war da so erleichtert, mitzubekommen, dass das zumindest ihr genauso geht, bei den, zumindest bei solchen Let's Plays wie sowas hier, wo man halt die ganze Zeit einfach das Bedürfnis hat, irgendwas mal zu erzählen, dass man, wenn man durch irgendwas abgelenkt wird, halt was dann über längere Zeit abschweift, halt auf ein völlig anderes Thema als das, worüber man eigentlich geredet hat, und dann aber irgendwie versuchen will, das Thema wieder weiterzuziehen. Ist das hier die Wiegestation, wo wir hin müssen? Ich fahre da mal zur Sicherheit drauf. Ja, das war alles auch korrekt. Ich glaube, da muss ich nicht mehr blinken. Wahrscheinlich. Nee, ich muss da. Hat keiner gesehen! Wie schön. 72. Was genau dann? 72.000 Pfund oder was? Ist das, das sind dann... Nein, ich bin zu blöd. Achso, ja doch, 72.000 Pfund sind 7,2 Tonnen. Nee, das wäre zu wenig, oder? Wir haben ja Ladung drin. Ach, keine Ahnung, bin zu blöd. Bin wirklich halt zu blöd dafür, leider. Gerade. Ein Pfund sind 500 Gramm. So. Wir wiegen jetzt 72.000 Pfund, richtig? Das heißt, wir wiegen wie viel Kilo? 72.000 Pfund wären die Hälfte Kilo. Das heißt, 36.000 Kilo. Das heißt, wir wiegen 36 Tonnen. Kann das sein? Ist das nicht ein bisschen viel? Mir kommt das irgendwie sehr viel vor. Also ich meine, der LKW wiegt 7,5 Tonnen, ne? Leer. Also, oder ich weiß nicht, ob da ein... Nee, das ist schon ohne den... Das ist noch ohne den Anhänger, ne? Ich weiß nicht, wie... Also, man sagt halt 7,5 Tonnen, aber sind diese... Das ist halt die Frage. Sind die Zugmaschinen halt wirklich so schwer? Ist so eine Zugmaschine wirklich 7,5 Tonnen schwer? Das ist halt die Frage. Wenn ja, okay, dann... Boah, das nervt richtig. Guck mal, ich kann hier nicht hin. Mit der Hand. Gut, also 7,5 Tonnen, naja. Das heißt halt, wie gesagt, die Zugmaschine ist 7,5 Tonnen schwer. Das würde natürlich wieder bedeuten, dass... Dann der Anhänger, der wird halt auch nochmal irgendwie sowas in der Art wiegen. Also auch, der wird auch nicht ganz leicht sein, aber ich glaube nicht ganz so viel. Der wird vielleicht ein paar... Also ich würde sagen, der Anhänger wiegt vielleicht so 5 Tonnen. Vielleicht auch nur 3. Sagen wir, der Anhänger wiegt 4 Tonnen. So, dann sind wir bei 11 Tonnen. Und ich hätte halt jetzt so gedacht, dass so ein LKW so 12, 13 Tonnen wiegt mit Ladung. Das kann natürlich auch falsch gedacht sein. Kann natürlich sein, dass es wesentlich mehr ist. Denn klar, in so einen Anhänger kommt natürlich nochmal ordentlich was rein. Wie viel, ja stimmt, wie viel transportieren wir denn? Das können wir einfach nachgucken. Nicht da leider, sondern nur hier. Wir transportieren... Steht das hier nicht? Was ist... Ich habe Angst, da drauf zu klicken. Ah, macht aber nichts. Das ist alles in Ordnung. Sehr gut. Da muss doch stehen... Na gut, da steht jetzt auch wieder nur ein Pfund. Aber 38.000 Pfund. Oder was sind diese 39.000? Das würde halt ja tatsächlich bedeuten, dass wir 15, 19... Dass wir knapp 20... Tonnen Ladung tatsächlich haben.
28 plus 11 sind 31. Und wir wogen 72, das heißt also 36, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann ist möglicherweise der Anhänger 5 Tonnen schwerer, als ich dachte. Kann halt sein. Und hier gibt es irgendwie Straßenschäden. Wir dürfen trotzdem vollen Speed fahren. Das sieht ja nett aus hier. Da müssen wir mal kurz nochmal ein Foto machen. Also dafür sieht das ja gerade wirklich zu nett aus, um das jetzt so für uns vorbeiziehen zu lassen. Ist ja so eine schicke Location hier. So, da müssen wir einmal kurz... Gehen wir mal sehr tälig ran hier. Damit es auch cool rüberkommt. So, ja, vielleicht noch da so mit dem Bus. So, obwohl das... so ist halt auch sehr geil. Jetzt schickst du halt auch mit dem... Nee, ich mach beides gerade mal. Wir gehen erstmal kurz mit unserem LKW. Wir machen jetzt einmal den hier. So. Machen natürlich die Tiefenschärfe-Ebene. Da so hin. Dass das noch knapp... Ist mir eigentlich schon zu doll. Ich will, dass es noch knapp drin ist, so. Eine andere schicke Variante wäre halt jetzt eben mit diesem hier. Das sieht halt auch sehr sexy aus, wenn man den so von weit, wesentlich weiter unten frontal hier nimmt. Dann dürfte man eigentlich... Ach, man müsste noch ein bisschen... Okay, mach's gerade mal. Zack. Auch wenn wir jetzt schon fast auf die andere Spur rüberfahren, ich traue mich das gerade mal. Zack. Denn dadurch haben wir jetzt hier ein bisschen weiteres Dings. Das könnte bedeuten, wir könnten jetzt vielleicht so... Ah, okay, mit dem Mausrad macht man auch den... Ah, okay, Field of View. Interessant, interessant. Okay. Na, ist jetzt wieder blöd, weil jetzt können wir da natürlich wieder nicht hin, weil da jetzt unsere Zugmaschine im Weg ist. Und das sieht ja auch schick aus hier. Auch wenn es nicht scharf ist. So. Ich finde, das hat halt auch glatt ein bisschen Stil, ne? Vielleicht sogar ein Stück zurück dann jetzt hier so. Mal doch so. Vielleicht so. Und dann halt eben die... Nein, die Schärfebene. Dahin, das... Ich finde, das hat schon Stil irgendwie. Oh, das ist so cool, was man hier machen kann, ey. Auch Details, die man hier sich so theoretisch vom LKW fotografieren kann. Sieht ja auch ziemlich cool aus. Wir können auch uns so fotografieren, wie wir da so schön drin sitzen. Hallo! Boah, ist unser Typ hübsch. Was haben wir, die man sich noch nie Gedanken gemacht hat? Das können wir viel näher ranziehen, die Tiefenschärfe eben. Was da für Möglichkeiten gibt, die ich mir noch nie so klar gemacht habe. Ich habe halt das Ding ist, ich habe halt eben den Fotomodus halt echt auch in der vorletzten Folge so erst entdeckt, so wirklich, ne? Das hat so eine Sache. Das ist halt echt peinlich, dass mir das so passiert ist. So, wie komme ich jetzt hier?
Wie kann ich denn... Das hat nur Tiefenschärfe. Mann. Voll doof. Ich kann halt nicht generell den Schärfebereich komplett verlagern. So wie es halt zum Beispiel bei... ich glaube, bei Fallout geht das oder halt bei The Crew auch geht. The Crew hat einen sehr, sehr geilen Fotomodus. The Crew 2. Fahren wir mal weiter. Werden noch schon andere schicke Sachen kommen wieder. Las Cruces. Und da sind wir auch, glaube ich, schon. Las Cruces. Gar nicht Cruces, das ist kein Set. Und. Achso, es ist aber ein C. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch doch schon da. Ich glaube, da geht's. Ah, ne, da geht's nicht hin. Wir haben ja noch. Es geht ja erst das dahinter. Auf das dahinter vor allem, ja. Nee, aber wir wollen ja erst in die nächste Stadt dann. Ah, ist das schön einfach hier. Wie frei hier gerade die Straßen sind. Das ist halt so cool. Wir können halt hier auch die ganze Zeit Fullspeed fahren. Das habe ich echt ein bisschen vermisst. Das kommt halt in Oregon sehr wenig. Das ist halt auch wieder cool hier in der Gegend, ne? Du kannst halt richtig lange einfach hier so Topspeed durchheizen. Das heißt, du kommst halt sehr, sehr schnell von einem Ort zum anderen. Auch wenn es halt, obwohl es halt relativ lange Strecken sind, die du zurücklegst. Oh Gott. Ja, man muss mir trotzdem dann aufpassen, was man tut. Wie ist trotzdem viel. Oh. Okay, das war jetzt ein bisschen zu doll gebremst, weil hier ist trotzdem 75. Ich hätte niemals. Warum ist hier trotzdem 75? Gegenwärtig ab. Ist doch nicht normal hier. Ach, aber da nicht mehr, oder was? Das ist sogar noch irgendwie Stauende. Länger gemacht. Das einmal blinken hat ja vielleicht keiner gesehen. El Paso. Da geht's hier längs. Was sind das hier eigentlich für komische Autos? Ich kann es nicht ganz deuten, zumindest nicht von hinten. Das ist uns hier gerade überholt, ist ein Ford. Das sehe ich. Warte, ist der eigentlich... Oh, das muss jetzt kurz nachgucken. Ich muss kurz nachgucken, ob der lizenziert ist, weil das würde mich auch mal interessieren, ob wir eigentlich demnächst auch mal hier Ford-Trucks kriegen. Würde ja dafür sprechen tatsächlich, wenn der lizenziert ist, dass wir bei irgendwann, wenn die halt mal dann die Kondition und alles zu Ende ausgehandelt haben, wir tatsächlich auch mal Ford-LKWs kriegen. Los, ruf da. Und dann muss ich wieder einen runterschalten. Auch wäre auch schick für ein Foto. Ich habe jetzt keine Lust, halt wirklich immer das Spiel zu unterbringen, um ein Foto zu machen. Ich muss auch noch wieder Bus-Simulator spielen, weil da muss ich auch mal Fotos machen. Mir hat gerade jetzt jemand schon auf mein Rap and Decal Pack halt Screenshots dafür gemacht, aber halt nur von dem Iveco. Was halt zwar sehr schön ist, aber der Iveco, da sehen die Wraps sogar auch sehr gut drauf aus, und der ist halt nun mal eigentlich gar nicht dafür geplant, dass irgendeins dieser Wraps für den ist, und dementsprechend müsste ich natürlich das Ganze nochmal machen. Aber was heißt nochmal machen, aber müsste ich halt selber dann jetzt nochmal Screenshots für die anderen Busse machen, denn müssten die dann schon auf jeden Fall mit dem Screenshot von Iveco
müsste die schon mit hochladen, weil es ist doof, wenn halt ausgerechnet von dem einen Bus, für den halt keins davon geplant ist, Screenshots da sind und von den anderen Bussen nicht. Deshalb muss jetzt auch mal wieder Bus-Simulator dran sein, aber erstmal jetzt, erst nach Nikolaus, bis dahin ist erstmal World of Subways dran. Wo ich halt tatsächlich ja auch jetzt Erfolgserlebnisse hatte. Und einige Sachen, die ich daran sehr stark zu bemängeln hatte, konnte das Spiel mir so ein bisschen erklären. Da habe ich nur dann jetzt immer noch dran zu bemängeln, dass man es halt nicht... Das Spiel nimmt einen halt einfach viel zu wenig an die Hand. Man denkt halt, man erfährt tatsächlich sehr viel in der Hilfe vom Spiel, also wenn man die Hilfetasten drückt. Aber da geht man halt natürlich normalerweise, also ich meine... Als Spieler schämt man sich ja doch immer so ein bisschen bei einem Spiel oder halt auch als Nutzer beim Programm. Da gut, beim Programm nicht ganz so, weil man über die Hilfe bei so Photoshop oder so halt auch normalerweise auf die Bedienungsanleitung kommt. Also auf das Handbuch, in das Handbuch oder bei Cinema 4D. Aber ansonsten finde ich, ist Hilfe immer so ein Reiter oben in der Leiste bei so Programmen und so. Man drückt da nicht so gerne drauf, weil man fühlt sich dann irgendwie schon so. Und denkt so, wo brauche ich schon Hilfe? Ich weiß, wo was ist. Ich kenne das Programm ja. So, ne? Und bei Spielen ist es halt das Recht, bei Spielen auf Hilfe irgendwo zu drücken, ist, finde ich, auch... Hilfe ist einfach so ein Wort. Bekommt man hier vielleicht in Deutschland auch einfach nur... Vielleicht hat es auch einfach nur damit zu tun, dass man es in Deutschland so blöd vermittelt bekommt. Also ich meine, es heißt ja auch immer, man soll nicht um Hilfe rufen, wenn man keine... Also wenn man nicht wirklich in Not ist und so... Vielleicht deswegen oder so. Auf jeden Fall ist es halt so, Hilfe ist sowas da. Finde ich, da weigert man sich immer eher so ein bisschen. Oder Tür können wir mal kurz was angucken. Da drauf zu klicken. Ding ist aber. Nein, ich möchte nicht anhalten. Ich möchte mal schauen, was das hier Schickes ist. Hier. Ist irgendwie reichlich okay, das ist wirklich das ist eine komische Raketending hier, US Army. Hübsch, hat sich richtig gelohnt. Tatsächlich ist es aber so, dass, und das haben sie, finde ich, jetzt etwas schlecht gemacht bei World of Subways 4. Es ist so, die Hilfe hilft sehr viel. Und normalerweise gehst du halt davon aus, wenn du halt schon das Tutorial gespielt hast, was ja viele Leute auch bei vielen Sachen nicht tun, viele Leute überspringen ja auch die Tutorials, ich meine, dann ist halt immer so ein bisschen, da kann man schon noch sagen, so, gut, wenn du das Tutorial übersprungen hast, selber schuld, aber wir haben ja zum Beispiel bei World of Subways das Tutorial gespielt und ich finde, wenn man das Tutorial gespielt hat, denkt man ja eigentlich so, naja, ich habe das Tutorial gespielt, dann müsste ich eigentlich die Hilfe nicht mehr brauchen. Aber das ist jetzt der Punkt und das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Bei World of Subways 4 ist es tatsächlich so, dass du, trotz dass du das Tutorial gespielt hast, in der Hilfe noch viele Sachen erfährst oder die sich auf viele Sachen hinweist, wo halt bestimmte, also was halt bestimmte Anzeigen bedeuten und so, was du halt im Tutorial einfach nicht gelernt hast. Und das ist halt ein bisschen scheiße, muss man einfach mal so sagen, dass das halt da im Tutorial einfach nicht von vornherein erklärt wird, sondern du musst halt erst auf diese Hilfeknöpfe drücken, um wirklich zu wissen, was die Knöpfe da machen in dem Zug. Und das wusste ich halt nicht vorher. Und wenn man es dann weiß, okay, dann merkt man halt, man hat sich in vielerlei Hinsicht zu Unrecht über das Spiel geärgert, denn theoretisch würde es einem erklärt werden, warum das so ist oder wie man halt diese Fehler umgehen kann und sonst was, wenn man doch nur bloß wüsste, was da halt eben Sache ist. Denn da habe ich dann zufällig rausgefunden, zum Beispiel, dass bei der KMH-Anzeige, dass das, was da drunter steht, da steht halt Ist- und Sollgeschwindigkeit, aber da drunter beim Signal steht tatsächlich nicht nur in wie viel Meter Entfernung das nächste Signal ist und beim Bahnhof in wie viel Meter Entfernung der Bahnhof ist, was auch sehr hilfreich ist, sondern bei dem Signal steht davor so eine komische Geschwindigkeit, ich wusste nie, was die heißen soll. Das, was da steht, ist die Geschwindigkeit, die eben halt... Und daher könnte man es dann eben schon wissen, wo ich halt immer dachte, so, hä, wo soll ich das denn auch wissen, was dann kommt? Da steht eben tatsächlich die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung, die ab diesem nächsten Signal dann gilt. Und das hilft
sehr stark. Wenn man das halt weiß, dann kann man dieses Spiel, dann ist dieses Spiel durchaus sehr viel spielbarer, ohne dass man die ganze Zeit Angst haben muss, dass die Simulation dann da beendet wird. Einerseits, weil man halt eben dann zu schnell war und irgendwie entgleist ist oder so, und andererseits man keine Sorgen haben muss, dass man, weil man eben gerade das verhindern möchte, dann immer viel zu spät kommt. Sondern, ich weiß jetzt Bescheid und jetzt ist das Spiel auch dadurch deutlich spielbarer geworden. So. Folgen wir dem Jeep. Oder vielleicht auch nicht, falls er jetzt gerade ausfährt. Dann sollten wir ihm lieber nicht folgen. Ich weiß halt echt nicht, was denn sollen das Acuras sein? Das würde aber bedeuten, dass es Hondas sind. Hondas würde ich auch kennen. Vielleicht sind es Saturns oder irgendwas komisches. Diese Autos. Und Saturn könnte das sein, dass da eben das... Vom Außen her... Ach so, das ist ein... Ampel. Oh, das, wie es mich aufregt. Wenn man halt nur einmal hier den Arm hochnimmt, kannst du direkt wieder vergessen mit dem... Mit der Tracker. Das ist halt das einzige... Ups, was halt bei der Tracker echt noch ein bisschen Optimierung bedarf. Oder, was heißt Optimierung bedarf? Nein, aber was halt bei dem System halt nicht so toll ist, dass man halt da eben ja, das halt so anfällig ist, da ist halt eben das Tracking-System von so einer Oculus Rift oder so halt schon nochmal deutlich besser. Aber gut, das ist halt eben auch ein System, da zahlt man sehr viel Geld dafür, dass es extra so ist. Und das hier ist halt eben nur so ein, es ist halt eher so ein Gadget, die Tracker, ja. Weil sie wird halt auch nach wie vor nicht von so krass vielen Spielen unterstützt. Die, ich glaube, sie hat sehr lange gebraucht, um sie auf dem Markt zu etablieren. Es hat halt auch... Viele Leute wissen gar nicht, dass es sie gibt und auch viele Spieleentwickler nicht. Und deshalb nehmen sie einfach keine Rücksicht drauf. So wie beim Fernbus-Simulator, wo es erst hieß, sie soll vielleicht, ja, wahrscheinlich integriert werden. Und dann wurde sie erst sehr, 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 sehr spät oder vielleicht sogar nach wie vor noch gar nicht integriert. Aber doch, ich glaube, inzwischen ist sie drin. Ist halt, finde ich, so ein bisschen schade. Ich finde halt gut, dass wenigstens so Spiele wie Project Cars und so sie integriert haben. Wenigstens so Rennspiele und so, das finde ich sehr gut. Und sowas hier, wo es halt, finde ich, wirklich wichtig ist. Aber zum Beispiel, das, es scheint wohl gar nicht so schwer sein, das Ding zu integrieren. Vernünftig, also zum Beispiel halt eben bei Project Cars ist es halt derart integriert, dass du halt das Spiel, wenn du mit Tracker spielen willst, musst das Spiel einfach im Oculus Rift Modus starten. Auch wenn du keine Oculus Rift aufhast, das juckt das Spiel überhaupt nicht. Es startet dann einfach ganz in einem ganz normalen Monitor Modus. Wie soll man um so eine Kurve mit dem LKW bitte da rumkommen durch dieses, diese Biegung da? Wir sind gerade eben voll über den kompletten Bürgersteig da gefahren. Man startet es halt einfach im Oculus Rift Modus. Es wird trotzdem ganz normal dann gestartet, aber dann kannst du halt eben, wenn du aber allerdings nur in der Helmkamera, anders als im, also wenn du halt wirklich das mit der Rift spielst, kennst du ja dir das in deinen Kopf in, ne, in jeder Kamera bewegen. So ist es dann halt mit der Tracker nur in der Helmkamera. Aber das finde ich schon ziemlich cool. Da ich sowieso meistens das in Helmkamera fahre, wegen Immersion und so, und nicht in der normalen Cockpit-Kamera, stört mich das gar nicht. So. Das hier stört mich allerdings etwas mehr, denn das wird jetzt sehr lustig, besonders, ja, weil ich mich in die Richtung umdrehen muss, wo... Ach, der Tracker kommt wieder komplett spack. Muss ich sie noch weiter nach da drüben rüberstellen, oder was, die Tracker? Was ist denn hier falsch? Was... Mann, was kann ich denn da verändern, damit die besser getrackt wird? Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Aus.
bisschen zu. Ja, jetzt. So, und jetzt wieder ein bisschen rein. Das sieht ganz gut aus. Ich mag das jetzt zum Glück. Sind die, inzwischen haben sie ja die Spiegel halt auch hier. Was für Tracker und gerade halt dann auch mit Oculus Rift sehr geil ist, haben sie halt ja inzwischen die Spiegel angepasst, dass die sich, ne, man sieht hier auch da verändert sich inzwischen die Sicht im Spiegel. Was, das ist halt eine Sache, die leider bei so vielen Spielen wie Project Cars und anderen, also glaube ich zumindest, meine ich zumindest, dass die halt bei vielen Rennspielen das leider nicht so ist. Das finde ich ist hier halt eine Sache, wo die halt echt jetzt hier ganz gut Vorreiter sind bei American Truck Simulator und Euro Truck Simulator, dass sie das halt eben reingebracht haben, dass sich die Spiegel wirklich perspektivisch verändern. Auch je nachdem, wie du halt reingehst. Warum bin ich nicht, warum wird das nicht ausgelöst? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum wird das nicht grün? Sollte das nicht grün werden? Wenn ich da reinfahre. Ah, da ist es. Da war es gerade grün. Und ist jetzt wieder nicht mehr grün. Ich dreh durch. Warum ist es nur grün, wenn ich so weit wegstehe von der Ladeluke? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das muss ich mal kurz. Also wir machen ja eh gleich hier mit, ne? Laden, aber. Hallo? Guck mal, wie weit ich da. Okay, das klappt sich möglicherweise aus da, aber. Wir standen in der Hinsicht. Okay, da stehen wir schräg. Ja, okay, ich habe den Fehler gesehen. Gut. Endlich, bald wird's besser. Scheint zumindest so. Bald steigen wir endlich mal wieder auf. Auftragsangebot. Wir gucken mal, was uns der Ladungsmarkt so beschert. Wir wollen ja eigentlich nur hoch nach Albuquerque. Da gäbe es was. Und das läuft ab in 20 Stunden. Das ist sehr praktisch. Dann könnten wir vorher mal schlafen gehen. Das könnten wir uns eigentlich mal glatt markieren. Und dann waren wir auch in Albuquerque. Und dann können wir danach was Neues machen. Das stellen wir nochmal kurz ein. Und dann würde ich sagen, auch wenn die Folge jetzt nicht so lang war, aber ich glaube, sie war lang genug. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Und tschüss.